Letzte Woche traf sich der chinesische Rechtsanwalt Gao Shisheng mit Associated Press. Das war der erste direkte Kontakt mit der Presse seit seinem Verschwinden vor 14 Monaten. Das Treffen fand in einem Teehaus in Peking statt. Gao sagte dem Reporter, er plane, den Aktivismus aufzugeben. »Ich habe nicht die Fähigkeit, durchzuhalten«, sagte Gao zur AP. »Diese endgültige Wahl von mir nach tiefer und sorgfältiger Überlegung sucht das Ziel von Frieden und Ruhe.« Gao war einst einer der aussichtsreichsten Anwälte Chinas. Aber es kam zu Schwierigkeiten mit dem kommunistischen Regime, als er öffentlich die Beendigung der Verfolgung der spirituellen Gruppe Falun Gong forderte. 2006 wurde Gao wegen sogenannter Subversion verurteilt und bekam eine Bewährungsstrafe. Seitdem waren Gao und seine Familie unter konstanter Überwachung. Gao wurde mehrmals gekidnappt und inhaftiert. Einmal im Jahr 2007 wurde er ernsthaft gefoltert, wie er sagte. Im Januar letzten Jahres flüchtete Gaos Ehefrau mit ihren beiden Kindern in die USA und erhielt dort Asyl. Am 14. Februar verschwand Gao, nachdem ihn Sicherheitsbeamte von zu Hause mitnahmen. Am 18. März diesen Jahres kontaktierte Gao plötzlich die westlichen Medien und sagte, dass er frei wäre. Laut AP war Gao während dem Treffens letzte Woche allerdings unwillig, über sein Verschwinden und die Ereignisse des letzten Jahres zu sprechen. Das weckte Zweifel über die Bedingungen seiner Freiheit und darüber, ob er weiterhin unter polizeilicher Überwachung steht. Gao sagte, dass er es jenen gegenüber außerordentlich bedauere, die ihn unterstützt haben, hofft aber, dass sie seine Entscheidung verstehen werden. Er ist voller Hoffnung, dass andere beim Drängen auf Rechte und Demokratie in China weitermachen werden. Nur wegen der Repression, die ich erlebte, denkt nicht, dass andere Leute es nicht tun würden, was ich getan habe, sagte er. Das ist nicht die menschliche Natur.